In diesem Video geht es darum, wie kannst du mit dem Sport abnehmen? Und dafür möchte ich dir gerne 5 Tipps mit an die Hand geben oder 5 relevante Themen, die wichtig sind. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit den Tipps. Ich bin übrigens dein Coach Uli und ja, viel Spaß mit den Tipps. Natürlich ist in erster Linie dieser Kanal ein Laufkanal. Ja? Aber ich möchte jetzt mal zum ersten Tipp kommen, wie kannst du jetzt mit dem Sport gut abnehmen? Das ist immer die Kombination aus Ausdauertraining und Kraftsport. Das lässt sich grundsätzlich immer sehr gut kombinieren, denn du kannst zum einen nach deinen Interessen und Vorlieben gehen. Zum Beispiel magst du gerne laufen. Ja, sonst wärst du wahrscheinlich nicht auf diesen Kanal gekommen. Oder du magst gerne walken oder Radfahren oder schwimmen. Ja, wenn du das schon mal eine von diesen Sportarten machst, kannst du das immer sehr gut kombinieren mit Kraftsport. Das heißt jetzt nicht in erster Linie, dass du mit Gewichten trainieren musst im Fitnessstudio oder so, sondern du kannst ja auch mit dem eigenen Körpergewicht trainieren, du kannst Pilates machen. Und gerade diese Kombination hilft dir dabei, zum einen erstmal dadurch, dass du eben halt durch Kraftsport auch Muskeln aufbaust, deinen Grundumsatz erhöhst und zum anderen verbrennst du natürlich auch viele Kalorien oder beim Ausdauersport und dementsprechend ist das immer eine Wechselwirkung und eine super Möglichkeit, um eben halt abzunehmen. Die zweite Möglichkeit, die gerade in der Corona-Zeit natürlich sehr, sehr forciert worden ist, ist halt, dass du auch zu Hause trainieren kannst. Viele sind ja immer ins Fitnessstudio gerannt und haben dort trainiert, ihr Krafttraining gemacht. Und das ist auch mein zweiter Tipp, das musst du nicht unbedingt tun, denn du kannst gerade, wenn du Ausdauersportler bist oder das werden möchtest und abnehmen möchtest, das ist ja erstmal die vordergründige Zielsetzung dieses Videos, dann kannst du auch zu Hause trainieren. Dann machst du eben halt dein Homework auch zu Hause. Dazu gibt es ja mittlerweile auch sehr, sehr viele YouTube-Kanäle, wo du eben halt Body-Workout-Training machen kannst, also Training mit dem eigenen Körpergewicht, vielleicht mit kleinen Gewichten, was du zu Hause machen kannst, aber eben halt, du musst nicht unbedingt ins Fitnessstudio rennen, sondern du kannst es auch zu Hause machen. Da fällt schon mal eine Ausrede raus, nämlich dahin zu fahren und so weiter und dich fertig zu machen, sondern du kannst gleich zu Hause starten, machst deine halbe Stunde, Stunde Training und bist damit durch. Das ist auch eine super Möglichkeit, um abzunehmen und auch sehr, sehr hilfreich, diese Möglichkeit dann wahrzunehmen. Ja, die dritte Möglichkeit ist natürlich das Ausdauertraining und die Professionalisierung auch für Hobbysportler in dem Bereich. Gerade Trainings-Apps, da gibt es auch eine Vielzahl. Also ich nutze zum Beispiel Strava, ich bin auch bei Adidas Running angemeldet und so weiter. Ne? Also ich habe ja viele Apps im Einsatz, weil auch meine Athleten, die in meinem Laufcoaching-Programm sind und so weiter, ja auch unterschiedlich unterwegs sind. Und da muss man natürlich auch mal gucken. Ich habe natürlich auch meine eigene Trainings-App, aber vordergründig rede ich jetzt erstmal von den normalen Apps, die du kostenlos nutzen kannst. Und da gibt es eine Vielzahl und das hilft dir dabei, was ich gerade meinte, auch das alles zu professionalisieren, was du tust. Du kannst es messen. Welche Herzfrequenz hast du jetzt beim Laufen? In welchen Bereichen? Wie weit bist du überhaupt gelaufen? Wie schnell bist du gelaufen? Und so weiter und so fort. Wie viele Kalorien hast du verbraucht? Und so weiter. Das lässt sich jetzt heutzutage ja alles tracken, schon sehr, sehr lange. Aber es ist ja noch professioneller geworden. Und gerade für Hobbysportler, die dann halt eben halt mal ein bisschen gucken wollen, was sie dann halt so machen. Da hast du natürlich auch Möglichkeiten und das hilft dir natürlich auch, ja, abzunehmen oder das auch besser zu analysieren und auch zu verwalten, was du da gerade tust. Deswegen kann ich es auch nur raten, nutze eine Trainings-App, gerade im Ausdauersport sehr, sehr relevant, aber du kannst natürlich auch, wenn du Fußball spielst, Handball spielst oder eben halt zum Krafttraining gehst, du kannst das ja alles messen heutzutage und dementsprechend sollte man das schon ein Stück weit nutzen. Kann ich dir nur ans Herz legen. Ja, der vierte Tipp ist natürlich, weil wir hier auf dem Laufkanal sind, regelmäßig Ausdauersport auch zu betreiben. Natürlich ist die Kombination von Ausdauertraining und Kraftsport schon ein sehr entscheidender Faktor beim ersten Tipp, den ich ja vorhin schon angemerkt hatte. Aber regelmäßiges Ausdauertraining, wie zum Beispiel Laufen, Radfahren oder Schwimmen, das ist ja so ganz klassisch, das ist super wichtig. Je nachdem, was du jetzt auch für Vorlieben hast, je nachdem, was du auch gerne umsetzen möchtest, das ist wirklich eine hilfreiche Sache. Und da solltest du dreimal in der Woche so anpeilen, 45 bis eine Stunde pro Einheit, das solltest du schon regelmäßig machen und das wird dir auch helfen, langfristig abzunehmen. Ja, am Anfang kannst du vielleicht noch nicht so weit laufen, dann ist auch 20 Minuten, eine halbe Stunde auch okay, aber da kannst du dann auch ein bisschen mit Laufen gehen, vielleicht arbeiten, solche Geschichten machen. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, verlinke ich dir hier gerne hier oben. Aber dreimal die Woche hast du dann schon so eine kleine Zielsetzung drin, eine Aktivität, die du machen solltest und da kann ich dir nur ans Herz legen, mach regelmäßig Ausdauertraining. Ja, der fünfte Tipp ist eigentlich sehr entscheidend, denn
Es geht da ein bisschen um die Ernährungsumstellung. Das heißt jetzt gar nicht mal, dass du jetzt Vegetarier werden sollst, Veganer werden sollst, ja, auf Fleisch dann ebenfalls verzichten solltest. Das hat da auch unterschiedliche Interessen, zum Beispiel, ob du jetzt das ethisch dann vertreten kannst und so weiter, ob du das willst oder nicht und so weiter und so fort. Ja? Es geht mir erstmal darum, eine Ernährungsumstellung zum Gesunden zu tun, ne? Dass man auf Zucker dann zum Beispiel verzichtet, so ein Stück weit. Dass man auf Alkohol dann auch ein Stück weit verzichtet. Dass man auch regelmäßige Bewegung, ne? Alltagsbewegung dann auch hat. Ne? Dass man eben halt nicht den Fahrstuhl verwendet, sondern die Treppen dann nimmt, zum Beispiel im Büro. Oder eben halt auch so eine 10.000-Schritte-Challenge. Das kann man zum Beispiel auch machen. Das bieten zum Beispiel auch Krankenkassen an. Da kann ich auch nur ans Herz legen, sich da mal mit auseinanderzusetzen und mal zu gucken, ob deine Krankenkasse das dann auch macht. Ja, dann hat man da auch eine Möglichkeit, dann so eine kleine Challenge zum Beispiel zu machen. Ja? Aber auch die meisten Trainings-Apps, die haben das dann auch schon drin, ne? Dass man das eingeben kann und sagen kann, ja, ich möchte 8.500 oder 10.000 Schritte dann laufen am Tag. Und dann hat man auch so eine, ja, so eine Zielsetzung, die man dann erreichen möchte durch Alltagsbewegung. Ja, aber diese Ernährungsumstellung, die ist halt da sehr entscheidend, weil Training, Ausdauertraining, Krafttraining und eben halt eine Ernährungsumstellung dann in der Hinsicht ist der große Schlüssel zum Erfolg, um eben halt langfristig durch Sport auch abzunehmen. Das möchte ich dir gerne mitgeben. Beschäftige dich mit diesen 5 Themen. Versuch das eine oder andere davon für dich umzusetzen und dann wirst du schon Gewicht verlieren und erfolgreich sein. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch viel Spaß hier auf dem Kanal. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst du auch kein Video mehr. Und wenn du noch Fragen hast zu anderen Themen, zu diesem Thema, schreib es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt erstmal was oder dir. Und wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, dein Uli. Tschüss.